die jetzt gleich ertönt, ja, die kennen wir alle. Some things never change. Fächerpolonaise, Opus 525, Karl Michael Zierer. Vorneweg marschieren Juanita Hible und Roman E. Swabek. Wir dürfen ihn Elvis nennen, obwohl er heute ein bisschen ausschaut, hast du gesagt, wie ein anderer großer Tänzer. Ja, John Travolta. Starker John Travolta, finde ich. Die Frisur vorne. Johannes Angian und Johanna Schrammeck. Die Tochter eines berühmten Sängers. Der leider heute ja, nicht schon kommen kann. Die Angians natürlich begeistert. Ja. Johannes ist ja schon ein Ballprofi. Evi Angian, die jetzt den Fotoapparat zückt, war ja lange Jahre Organisatorin des Philharmonikerballs. Genau. Fast 10 Jahre. Luca Springer, der großgewachsene Herr mit Katharina Schmidt. Hinter ihm Richard Rohler Strauß. Jetzt verdeckt, obwohl das bei einem so großen Herrn schwierig ist. Mhm. Der Ururenkel von Richard Strauss. Von Richard Strauss. Und vielleicht haben wir Glück und riskieren auch einen. Die junge Dame, die jetzt ganz kurz rechts im Bild war, ist die Frau Pirch. Sophie Pirch. Das ist unser mauritisches Paar. Und im Bild nicht nur wunderhübsche junge Gesichter, sondern auch die Anturiensträußchen. Baby-Anturien. Nein. Ja. Es ist aber nicht grausam. Ich habe den Jörg Doll gefragt, ob da die Mütter, die Mutter Anturien von oben zuschauen auf ihre Kinder. Nein, das ist eine spezielle Züchtung. Die werden nicht größer. Sie haben keine Mütter. Doll. Das ist er. Lukas Springer. Links der Enkel von Georg Springer und Gary Kessler. Und das ist die stolze Mutter im Vordergrund, Madeleine Rohler Strauß. Auf der linken Seite. Martin Rohler schaut vor, auch er nicht minder stolz. Das sind natürlich die Eltern von Richard Rohler Strauß. Ja, Herr Angian Junior, wieder ein Bild. Sophie Doyle. Hinter Johannes Angian, Laurenz Pfanzelter, ein junger Mann mit Karriere. Ja, er ist Attaché im Außenministerium. Und hier, das ist rechts, ist der amerikanische Botschafter, ja. Mr. Acho. William Eco heißt er. Acho, habe ich gedacht, falsch ausgelaufen. Nein. Und die Eltern natürlich von Laurenz Pfanzelter und Sophie Doyle, die sind auch in dieser Loge und freuen sich am Anblick dieses ersten Einzuges zu den Klängen der Fächer Polonaise. Gloria Burda, du kennst ihren Vater. Ihr Vater ist Udo Jürgens. Genau. Und der aber ist leider nicht da, aber Manfred Bockelmann rechts, der Mann mit der Brille, das ist der Bruder von Udo Jürgens. Willi Gorton neben ihm. Ist hier auf der linken Seite mit der Brille, das war jetzt ganz kurz der Bruder von Herrn Treichl. Ja, ist es immer noch, aber wir sehen ihn nicht mehr. Ja. Das ist jetzt furchtbar schön gegangen. Aber bitte. Wir werden wieder eine Möglichkeit haben, in eine Loge zu schauen. Das ist Marlene Kunz, die Enkelin, da lacht sie, die Enkelin des legendären Kammersängers Erich Kunz. Besonders freundliches Gesicht. Ja, vielleicht hat sie dich gehört, vielleicht hört man uns im Ballsaal. Das wollen die da unten nicht. Lächeln, das ist das Schlagwort. Hier das Paar aus Mauritius. Wie heißen sie? Du sagst es. Sie heißt, no, das muss uns doch jetzt einfallen, Karl. Fräulein Jardin und Herr Bruno Sibilon. Lächeln. Das Spalier ist erstellt und wird jetzt geordnet, denn die weitere Eröffnung, die braucht ja auch noch ein bisschen Platz. Die Miriam ist ja Kordelsteherin. Wahrscheinlich sehr genau schaut. Das ist doch vielleicht, das muss doch die Mama sein von unserer Eröffnungschoreografin Juanita Hible. Die Dame, die vor 40 Jahren nach Vorarlberg gekommen ist als Englischlehrerin, grau eingekleidet von der Modeschule Michel Bayern, die Tanzlehrerinnen. Sehr elegantes, leuchtendes. Es klappt wie am Schnürchen. Ja. Roman Swabek. Dominique Meyer, Daniel Denise, Melba Ramos links, schauen ihm über die Schulter. Und hier sind junge Tänzer der Zukunft. Dominique Meyer hält nichts davon, sie Kinder zu nennen. Er wollte auch nicht die ganz Kleinen haben bei der Eröffnung.
Wir hören den Napoleon-Marsch von Johann Strauss zu diesem Einzug, der natürlich ein Eintanz ist. Boris Nebila hat ihn choreografiert. 14-Jährigen in Kostümen von Annette Bouffay und Philippe Combeau. Dominique Meyer wollte es klassisch haben, sowohl die Kostüme als auch die Choreografie. Die Kinder sind die Vorhut bei diesem Einzug, die Erwachsenen folgen. Ja, die drängen schon nach hinten auf die Stiege. Das Opus 156 von Johann Strauss, gewidmet dem Kaiser Napoleon III. Eine goldene Perlennadel hat er bekommen. Das ist Irina Zimbal und Michail Sosnowski rechts. Sehr elegantes Paar. Das andere Paar ebenso elegant. Irina Zimbal, Michail Sosnowski. Und links Ljudmila Konovalova und Eno Peci, das ist das Solistenpaar links. Und zweimal 14 Herrschaften als Entourage vom Wiener Staatsballett. So heißt das jetzt, seit es unter der Leitung dieses Herrn steht, der gleich kommen wird. Hast du je Ballett gemacht? Nein, das will niemand sehen. Aber ich sehe es mir gerne an. Es war ja kürzlich Don Quixote Premiere. Dominique Meyer hat es erwähnt. Nächste Vorstellung ist am Samstag mit Ljudmila Konovalova und Michail Sosnowski. Die auch hier als Solisten tätig sind. Kommt der Mann aus dem Hintergrund, nach vorne. Das ist ein waschechter Direktor. Ein Tänzer von gestern zwar, 2009 hat er seine Abschiedsvorstellung als Danseur Étoile der Pariser Oper gegeben. Ganz gelassen schreitet er in Grau herein. Sein Lehrmeister war Nureyev. Und er heißt auch so, also er heißt nicht Nureyev, aber er heißt auch Le Gris, Manuel Le Gris. Der Direktor des Wiener Staatsballetts, hier ist er. Ja, er kann es immer noch, der Manuel Le Gris, ein unheimlich eleganter Tänzer und offenbar auch ein sehr beliebter Chef, Michail Sosnowski. Eno Peci, das ist ein Name, über den ich den ganzen Abend stolpern werde. Helmut Fischer und Sosnowski. Irina Zimbal. Ein Ballettdirektor, der selbst bei der Eröffnung tanzt. Das hat es noch nicht gegeben, glaube ich. Hat oft hier gastiert, Manuel Le Gris. Raimonda, Dornröschen, Manon. Hat bereits 5 erfolgreiche Premieren hinter sich. Zuletzt Don Quixote, wir haben es erwähnt. Das ist ein gutes Betriebsklima. Alle freuen sich, mit dem Chef zu tanzen.
einen Blick in die Loge hinein. Ja, das ist die Loge von Monsieur Silliam, der auch für die Ballspende gesorgt hat, im Grunde der Juwelier. Es erklingt die elektromagnetische Polka, ebenfalls von Johann Strauss. Johann Strauss war auch ein Technikfreak. Seine Brüder Josef und Eduard haben ja an der TU studiert. Und diese Polka ist einem Ball der Technischen Universität gewidmet, 1852. Eine Hommage an den Elektromagneten. In einer Beschreibung habe ich gelesen, man hört förmlich die Funken sprühen. Hörst du das auch? Ja. Sehr schlagfertig. Danke. Viele Momente dieser Tanzveranstaltung Wiener Opernball erschließen sich zum Teil nur durch unsere höher gelegenen Kameras. Eine Freude, das auch von oben zu sehen. Was hat Manuel Legris mit seinem Ballett, das ja sowohl an der Staatsoper als auch an der Volksoper zum Einsatz kommt, noch alles vor in dieser Saison? Noch drei große Premieren. Le Concours von Maurice Béjart am 17. April, der Volksoper. Eine Hommage an Jerome Robbins am 3. Mai in der Staatsoper. Und ebenfalls in der Staatsoper ein Abend für Legris großen Mentor Rudolf Nureyev. Nein, da haben die Funken gesprüht, da kann man nichts sagen. Ganz wunderschön. Applaus von den Künstlern. Ich frage, ob auch Boris Nebila, der aus Bratislava stammende Choreograf, irgendwie ins Bild kommt oder hält er sich vornehm zurück?